Keine. Wir kommen weiter zu Top 25, Luftbad Dölschen. Auch hier Einreicher AfD-Fraktion, hat gleichzeitig noch einen Ergänzungsantrag, den wir gleich mit als erstes nehmen können. Dann gibt es noch einen Redner bei Bedarf gemeldet, das ist Herr Dr. Brauns. Verzichtet, wird man beginnen, Herr Pinkert, bitte schön. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Sie wissen gar nicht, was sich hier abspielt, weil Sie sehen es ja in Teilausschnitten. Die Leute freuen sich, dass ich schon wieder hier vorne stehe. Ja, das kommt davon, wenn man immer die Anträge blockiert und dann alles aufläuft von der AfD. Also, es geht ums Luftbad Dölschen, kennen ganz viele, einige sogar persönlich, weil sie schon dort waren. Luftbad Dölschen ist ein Freikörperkulturbad. Ja. Und es ist hier den Bürgern zu Ohren gekommen und auch uns und auch die Bürger haben sich an uns gewandt, dass dieses Bad saniert werden soll, saniert werden muss und die Stadtverwaltung plant, es eventuell als Textilbad zu betreiben und nicht mal als Freikörperkulturbad. Wir fordern deshalb, das FKK-Bad Dölschen auch nach der geplanten Sanierung als FKK-Bad zu erhalten. Weiterhin fordern wir, dass die Öffnungszeiten auf den Zeitraum 1. Mai bis 31.10. auszudehnen sind, wobei die Schwimmsaison unverändert bleiben soll. Außerhalb der Schwimmsaison soll das Gelände ohne Benutzung der Schwimmbecken kostenlos besucht werden können. Während der Baumaßnahme und der dazugehörigen Technik Teile der Freifläche weiterhin als reines Luftbad ohne Eintritt offen zu halten. Und dann haben wir unseren Antrag ergänzt, da sich ja immer wieder neue Sachen ergeben. Sie müssen sich vorstellen, lieber Bürger, der Antrag ist aus September 2022. Er wird jetzt kurz vor Jahresende 2023 behandelt. Also bei Nichtverlängerung der Betriebserlaubnis, was mit Fördermitteln zusammenhängt, das Luftbad Dölschen bei nicht erfolgender Sanierung als FKK-Anlage ohne Badebetrieb für die Öffentlichkeit zugänglich lassen. Und natürlich noch eine Mitteilung an die Stadtverwaltung, die über den Fortgang zu berichten. Was ist eigentlich das Luftbad Dölschen? 1870 als reines Luftbad eröffnet, später mit Schwimmbecken ausgestattet, ganz früher mal getrennt in Männer und Frauen. Es gab hier mehrere Petitionen, im Moment ist weiterhin wieder eine Petition im Umlauf, die weiterhin fordert, dass das Bad geöffnet bleibt. Es gab dazu sogar eine schriftliche Petition, bei dieser wurden 1254 Unterschriften der Besucher gesammelt und diese an unseren ersten Bürgermeister übergeben, der auch Unterstützung zusicherte. Diese Petition, diese schriftliche Petition ist nicht mal im Petitionsausschuss aufgeploppt. Im Jahr 2022 wurde angefragt an das Ordnungsamt nach Vorkommnissen in Dresdner Bädern. Es gab nur in Dresden-Dölschen keine Vorkommnisse. Dieses FKK-Bad ist eines der beliebtesten FKK-Bäder ganz Deutschland, laut Votum der Freikörperkulturanhänger. Warum fordern wir eigentlich, dass es auch weiterhin ein FKK-Bad bleibt? Es ist das einzige im Dresdner Westen. Sie haben in der Umgebung genügend Textilbäder, insbesondere in Freital, haben sie ein sehr, sehr grünes, schönes Textilbad mit Rutschen etc. Man muss sich überlegen, diese Personen, die dieser Freikörperkultur anhängen, die möchten gerne ihren Hang, in dem Sinne als Nudisten oder wie sie bezeichnen möchten, ausleben. Das heißt, beim sich sonnen, beim Tischtennis spielen, beim Schachspielen, ja, beim Nichtstun oder beim Schwimmen. Der Punkt ist der, was Sie jetzt hier so belächeln. Sie dürfen sich hier in den großen Garten legen, im Badeanzug, im Bikini oder sonst was. Hat niemand was dagegen, das können Sie auch außerhalb der Badesaison machen. Jemand, der nicht mit Sachen diese Aktivitäten durchführen möchte, hat in Dresden keine Möglichkeit, der wird in seiner Freiheit eingeschränkt. Und jetzt soll die Freiheit noch weiter eingeschränkt werden, indem eines der zwei offiziellen Freibäder für FKK-Anhänger umgewandelt werden soll zum Textilbad. Deswegen fordern wir den Erhalt des
Luftbad Dölzschen als Freiburger Körperkulturbad. Vielen Dank. Okay, vielleicht noch als kleine Information nachgeschoben. Herr Waurig, der Geschäftsführer der Peter GmbH und ich als Aufsichtsratsvorsitzender, die aber selbstverständlich nicht alleine bestimmen, sind uns einig, dass wenn die Sanierung erfolgt ist, dass es als FKK-Bad weiter betrieben wird. Aber wie gesagt, wir bestimmen nicht alleine, aber so sind die Pläne von Herrn Waurig und mir. Weiteren Gesprächsbedarf sehe ich nicht. Da würde ich zunächst erstmal den Ergänzungsantrag mit den Punkten 4 und 5 abstimmen lassen. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 17 Ja, 42 Nein, 3 Enthaltungen, keine Mehrheit gefunden. Dann stelle ich den Ursprungsantrag zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich stelle das federführende Ausschussvotum zur Abstimmung und zur Information. Wer zustimmt, lehnt ab. Entschuldigung. Mit 42 Ja, 17 Nein, 3 Enthaltungen, so der Ausschussbericht mehrheitlich beschlossen und damit der Antrag keine Mehrheit gefunden. Wir kommen